Hallihallo und ein herzlich willkommen hier bei meinem, ich sag jetzt mal, neuen Let's Play Beyond Good and Evil. Ich bin auf dieses Spiel gekommen durch einen Kanalkommentar. Also, ich wurde halt angeschrieben. Und ich spiele das Spiel blind und weiß selber gar nicht, was hier überhaupt abgeht. Ich habe es auf diesem CD-ROM-Cover gelesen. Das ist hier, also wir spielen eine Heldin, die den Planeten Helis anscheinend wohl retten soll, von den Aliens belagert zu werden. Also, dieses Spiel ist ab 12 Jahren. Es ist von Ubisoft und wurde im Jahre 2003 entwickelt. Ja, und ich würde sagen, dass wir mal einfach anfangen, ganz unvoreingenommen. Ja, und dann mal go. Ladevorgang. Der Krieg steht nun vor den Toren von Helis. Dieser friedliche Bergbauplanet in System 4 wurde komplett von der Doms-Armada eingekreist. General Keck, Oberbefehlshaber der Alpha-Truppen, möchte die Gelegenheit wahrnehmen, sich ein letztes Mal an die Bevölkerung zu wenden. Treue Helianer, der bevorstehende Kampf wird schwierig. Aber dank der Alpha-Abteilung werden sie... Schnell, spring auf! Sag es, Paige. Ich kümmere mich um den Schiff. Los, mach schon! Schild aktiviert. Schild deaktiviert. Auf Ihrem Optima-Konto fehlen 350 Einheiten. Die Stromzufuhr wurde unterbrochen. Das kann doch nicht wahr sein. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Holen Sie die Schild! Geht wieder rein und... Ja, also die Steuerung ist WASD, ist die normale Steuerung hier. Und wir müssen hier wohl gerade die Kiddies retten. Ui. Keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Ich tapp genauso wie ihr gerade im Dunkeln. Oh, okay. Ja, unsere Jade steht anscheinend auf grün. Okay.
Einfach mal gedrückt halten. Ach so, okay, ich verstehe. Des Hovercrafts bezahlen. Hey, Sekundo, kannst du das mal für mich scannen? Okay, Jade. Sie hat einen Computer bei sich. Eine Perle von Aramis. Bueno, Jade, aber Vorsicht. Ich habe dich nach dem Kampf durchgecheckt und bemerkt, dass etwas in dein Psychokarma eingedrungen ist. Wer es nicht weiß, bueno, das ist Spanisch, soweit ich mich noch erinnere, und heißt gut. Das hat ja echt was von Zelda. Alpha-Abteilung, Patrouille 21, alles klar. Sie können gefahrlos nach oben. Die Lichtsäule zum Entkommen von der Dungeon, ja. Hier auf Hillis hat der Krieg sein grausiges Gesicht gezeigt. Viele Zivilisten fielen ihm zum Opfer. Zum Glück trafen unsere Eliteeinheiten wieder einmal gerade rechtzeitig hier ein. Ich berichte live aus dem Refugium am südlichen Leuchtturm. Hier wurden einige der Kinder, deren Eltern gefangen genommen wurden, von zwei tapferen Hylianern in Sicherheit gebracht. Ein paar Worte für unsere Zuhörer? Ihr Jungs seid nicht unbedingt die Allerschnellsten. Macht weiter so und nächstes Mal ist vielleicht nichts mehr übrig, was gerettet werden kann. Schnitt! Hey, Opa, bleib locker. Verbrennt ihr bloß nicht den Mund. Okay, Jungs, das war's. Packt zusammen. Danke, Paige. Wenn du nicht gewesen wärst, ich... Oh, bisschen schwach auf der Brust, ne? Jade! Großer Gott, schnell das hier! Jade! Sie ist okay, sie wacht auf! Oh, Jade, wie geht's dir, mein Schatz? Mir geht's gut, Paige. Gut. Immer noch keine Energie? Nein. Und ohne den Schild sind wir ein gefundenes Fressen für alle Voraks in der Nähe. Was für ein Pessimisto. Euer ergebener Diener Secundo hat die Lösung eurer Geldproblemos gefunden. Secundo. Wir sitzen hier fest, ohne Hovercraft und ohne Schild. Optima hat uns den Saft abgedreht. Das Konto ist leer. Einheiten? Du brauchst Einheiten? Dann komm zu Secundo, schöne Senorita. Hör zu. Die Senorita-Direktorin vom Forschungszentrum will eine Aufstellung aller Tiere auf diesem Planeten. Wir geben dir mucho dineros für alle Fotos mit kleinen Tieren drauf.
Mira, dieses Vieh zum Beispiel, mach ein Foto davon und tada, mucho Einheiten verdient. Sogar dein Hund interessiert sie. Mal wieder einer von deinen Superplänen, Sekundo. Schätze, ich muss mal deine Schaltkreise checken. Wer sollte sich jetzt für sowas interessieren? Wir stecken mitten in einem Krieg. Du verstehst nada, Speckschwarte. Die Kontrolle über die Spezies ist mucho importante. Jade, geh und hol dir deine Kamera zurück. Dann werden wir sehen, ob Sekundo Pepperoni in deinen Schaltkreisen hat. Adios, Muchachos. Ich habe deine Kamera gefunden, Jade. Ich lege sie hier hin. Ja. Dann gehen wir mal zu unserer Kamera. Obwohl. Ui. So. Oh. Ich würde sagen, dann nehmen wir die jetzt mal. Kamera bereit. Jetzt liegt es an dir, Jade. Umschalten, um die Kamera zu aktivieren. Ziehen, zoomen, Fotoschießen. Okay. Um die Kamera anzusehen. Kamerainventar auswählen, ja. Fotoalbum öffnen. Ja. Fotografieren, Wandkarte in 2D. Sie werden analysiert und die 3D umgewandelt. Und in 3D umgewandelt, sorry. Ja. Mit Hilfe der Verräter vom Iris-Netzwerk konnten unsere Feinde die Dom durch unsere Verteidigung brechen und die Stadt infiltrieren. Hallo Jade, wir benötigen eine komplette Auflistung aller hier lebenden Tiere. Viel Glück. Ja. Also, meine lieben Freunde, das war sozusagen der erste Part von Beyond Good and Evil. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und wir sehen uns dann im zweiten Part. Ich spiele das momentan parallel mit Assassin's Creed, einfach weil ich habe gerade ein paar Kopfschmerzen von Assassin's Creed. Und deswegen mache ich das gerade mal kurz so. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, ne? Bye!